Ladies and Gentlemen, das nächste Apex Legends Mobile Perk Video ist am Start. Heute geht's um Bloodhound. Wir springen direkt rein. Und wie immer, wer die letzten Videos um Octane und Wraith verpasst hat, im Octane Video erkläre ich alles detailliert, wie das Perk-System funktioniert. Wir starten direkt in die Perks von Bloodhound und auch hier sind die Perks absolut interessant. Wir starten wieder in dem Skilltree. Der erste Perk, Hunger. Erzielst du einen Knockdown, wird die Abklingzeit von Auge des Altvaters zurückgesetzt. Du kannst quasi direkt deinen Scan raushauen. Der Einsatz deines Finishers fügt der Stufe deines Evo-Schildes 100 Schaden zu. Wie bei jeder anderen Legende kennen wir mittlerweile. Kampfanpassung nennt sich dieser Perk. Aber die Frage ist, wie effektiv ist das? Wie oft macht man einen Finisher? Da muss man natürlich auch höllisch aufpassen. Der nächste Perk, Jagdinstinkt. Wenn du Spuren pingst, fliegt dein Rabe zu dem feindlichen Squad, der sie hinterlassen hat. Leck mich, das ist eine absolut geile Fähigkeit. Ein absolut krasser Perk, finde ich. Absolut, absolut heftig. Da haben wir wieder einen Emote, bereit zu sterben. Als nächstes alte Erinnerungen. Die Untersuchung von Spuren gewährt dir mehr Informationen über die feindlichen Einheiten. Wahrscheinlich Gesundheitszustand, welche Art von Schildern und so weiter. Kann ich natürlich alles im Detail nicht zeigen, weil die mobile Version ist noch nicht lange genug draußen. Als das E-Mod sind wir weiter im Text. Tödliches Momentum. Der Einsatz deines Finishers verkürzt die Abklingzeit deiner Ulti um 30%. Wieder ein Apex-Pack. Nächster Perk, Verhör. Der Einsatz deines Finishers zeigt die Position des feindlichen Squads auf der Minikarte. Ebenfalls ein absolut krasser Perk, wie ich finde. Ultra nice. Endlose Blutlust. Die Neutralisierung von Gegnern verlängert auch die Dauer deiner ultimativen Fähigkeit. Erhöhte Aufmerksamkeit ist der vorletzte Perk. Auge des Allvaters wird eine sphärischer Scan. Hat aber eine geringe Reichweite. Was ein sphärischer Scan bedeutet, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich könnte mir denken, dass du nicht den Winkel, in dem du blickst, scannst, sondern um dich herum, wie in so einer Bubble. Bloß dann eben nicht so eine große Reichweite. Das ist jetzt so meine Vermutung, aber genaueres weiß ich leider aktuell noch nicht. Das letzte Emote ist Weinen und wir haben tödliche Weisheit. Letzter Perk, deine ultimative Fähigkeit zeigt Rüstungen und Gesundheit von Gegnern an, erhöht deine Geschwindigkeit aber nicht mehr. Auch absolut stark. Ladies and Gentlemen, das waren die Fähigkeiten von Bloodhound. Wir sehen uns im nächsten Perk-Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.